Guten Tag, mein Name ist Christoph von Balmos. Ich bin Leiter einer biochemischen Arbeitsgruppe an der Universität Bern. Der folgende Film gibt Ihnen einen Eindruck in die tägliche Arbeit von Biochemikerinnen und Molekularbiologinnen in unserer Gruppe. In den nächsten Minuten sehen Sie den zusammengefassten Prozess, wie ein Protein in einer Bakterienzelle produziert wird. Der Bauplan von Proteinen ist in der DNA gespeichert. Plasmide sind zirkuläre DNA-Stücke von der Länge einiger tausend Basenpaare, welche den gewünschten Bauplan enthalten. Wir sind in der Lage, Plasmide so zu manipulieren, damit unser Protein der Wahl produziert wird. Oft geschieht das mit Hilfe der PCR-Reaktion. PCR-Reaktionen dauern meist mehr als 2 Stunden, da bleibt Zeit für ein Kaffee. Das Herstellen eines einzelnen Proteins in reiner Form ist ein wichtiger Schritt, um die Funktion und den Mechanismus zu verstehen. Nach der Kaffeepause wird das Plasmid in die Bakterien gebracht, welche die Produktion des Proteins für uns übernehmen. Die Arbeit im Labor ist abwechslungsreich und eine ruhige Hand und ein kühler Kopf ist dabei hilfreich. Genau so wie wir mögen es auch Bakterien angenehm warm und so lassen wir sie oft bei etwa 37 Grad wachsen. Am nächsten Tag haben sich Kolonien gebildet, welche wir nun verwenden können, um unser Protein zu produzieren. Damit Bakterien wachsen können, wird ihnen ständig Frischluft zugefügt. Aus einem einzelnen Bakterium, welches das Plasmid aufgenommen hat, werden dabei innerhalb einiger Stunden Millionen und Milliarden neuer Bakterienzellen, so dass wir am Schluss mehrere Gramm reine Bakterien erhalten. Um an die Proteine zu gelangen, müssen zuerst die dichten Bakterienwände mit Hilfe von starken Scherkräften zerstört werden. Hier wirken Drücke von mehreren hundert Bar. Das überschüssige Material wird dann mit Hilfe einer Zentrifugation abgetrennt. Dabei können Kräfte wirken, die mehrere hunderttausend Mal stärker als die Schwerkraft sind. Vorgänge wie Zentrifugationen brauchen Zeit, welche man für allerlei Tätigkeiten nutzen kann, so zum Beispiel für ein gemeinsames Mittagessen an der Sonne. Die Möglichkeit, DNA zu manipulieren, hat es uns erlaubt, eine einzigartige Sequenz in unser Protein einzufügen, welche wir spezifisch erkennen können. Das erlaubt es uns, das Protein in einem einzigen Arbeitsgang von tausenden anderer Proteine zu unterscheiden,
und zu isolieren. Im Gegensatz zur Produktion des Proteins in den Zellen geschieht die Proteinreinigung normalerweise unter kühlen Bedingungen. Mit Hilfe der sogenannten Gelelektrophorese können wir kleinste Mengen, Mikro- oder gar Nanogramm von Proteinen sichtbar machen. Auch hier ist eine ruhige Hand gefragt, sodass die blaue Flüssigkeit in der richtigen Tasche landet. Nachdem die Gelelektrophorese fertig ist, können wir die Proteine mit Hilfe eines chemischen Prozesses sichtbar machen. Wie von Zauberhand erscheinen die Proteine dabei als scharfe Banden. In unserem Labor arbeiten wir mit Proteinen, die in der Zellwand eingebettet sind und dort wichtige Transportfunktionen übernehmen. Um diese Prozesse zu untersuchen, setzen wir das gereinigte Protein wieder in eine künstliche Membran ein, in ein sogenanntes Liposom. Sind diese Liposomen groß genug, also größer als ein Mikrometer, ein Tausendstel Millimeter also, können wir sie unter dem Mikroskop erkennen und untersuchen. Der ganze Prozess von der PCR bis zum gereinigten Protein in einer künstlichen Membran dauert circa eine Woche. Zum Glück kann das gereinigte Protein bei minus 80 Grad aufbewahrt und bei Bedarf aufgetaut werden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.